vieles von dem, was wir unter Wokeness heute diskutieren oder Political Correctness und dem, was daraus folgt, ist für mich ein Prinzessin auf der Erbse-Syndrom. Das heißt, heute sind wir weniger rassistisch, weniger ausländerfeindlich, weniger antifeministisch als je zuvor. Also wir sind die toleranteste, offenste Gesellschaft, die es je gegeben hat in Deutschland. Und gerade deshalb, müsste man sagen, wie die Prinzessin auf der Erbse, spürt man dann allerkleinste, minimalste Differenzen noch oder Mangelsituationen als unerträglich.